Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch für Saugroboter interessiert. Sehen die Roboter alle für euch gleich aus? Ja, für mich auch. Es sind quasi die gleichen Saugroboter, einmal der Qrevo Pro, einmal der Qrevo S und heute schauen wir uns den Qrevo Plus an. In 5 Schritten zeige ich euch, was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind. Ich würde sagen, los geht's! Als allererstes möchte ich mich recht herzlich bei Roborock bedanken. Die haben mir für den Test nämlich dieses Sample hier zur Verfügung gestellt. Wenn dich da draußen die ganzen technischen Daten zu diesem Modell oder zu den ganzen anderen Roborock Qrevos interessieren, schau unbedingt bei uns auf dem Blog vorbei. Da kannst du nach deinen Bedürfnissen Filter setzen, bekommst dann die passenden Ergebnisse ausgespuckt, kannst dann auf den kleinen Haken das Vergleichen anklicken, siehst dann der Gegenüberstellung zum Beispiel bei den ganzen Qrevos, wo die Unterschiede sind. Was unterscheidet denn jetzt den Qrevo Pro vom Plus, vom S, vom Max V, vom Master oder vom normalen. So viele Modelle gibt es nämlich. Wie gesagt, schau da unbedingt vorbei. Dann kannst du unten auch noch auf den Testbericht klicken, siehst, was Chris da alles nochmal für dich feinsäuberlich zusammengeschrieben hat. Wie gesagt, schau da unbedingt vorbei. Ja, schauen wir uns jetzt mal den Roboter etwas genauer im Detail an. Gerade stand noch der Pro und der S hier neben mir. Im Endeffekt ist der Plus eine Zusammensetzung aus den beiden Saugrobotern. Nämlich der Saugroboter ist aus dem Pro und die Reinigungsstation ist aus dem S. Wie gesagt, beide habe ich auch schon separat getestet. Habe ich euch ebenfalls hier oben verlinkt. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Im Großen und Ganzen ist es nämlich genau das. Es ist der eine Roboter von dem Modell und die Reinigungsstation von dem anderen Modell. Und daraus haben sie die Plus-Variante gebastelt. Aber was ist alles im Lieferzubehör enthalten? Einmal hier ein Ersatzstaubbeutel, eine Anleitung, natürlich der Roboter und die Reinigungsstation. Wir haben ein lasernavigierendes Gerät mit einem Bumper im Turm, 2 Tasten, um ihn zu starten, zu stoppen und um ihn nach Hause zu schicken. Ein Bumper in der Front, Reactive AI, ist die Obstacle Avoidance, baugleich zu allen anderen Saugrobotern auch, die wir hier von Roborock in der Riege in Anführungsstrichen kennen. Ein Abstandssensor, um schön parallel zur Wand entlang zu fahren. Auf der Rückseite 2 Ladekontakte, ein Auffüllstutzen, mit dem der interne Wassertank befüllt wird. Hier unten drunter haben wir den Staubbeutel, noch eine Wi-Fi-Indikationsleuchte. Hier an der Seite wird der interne Staubtank abgesaugt, natürlich in die Station rein. Und auf der Seite haben wir sonst weiter nichts. Wenn wir jetzt auf die Unterseite schauen, sehen wir 4 Absturzsensoren, eine schwimmend gelagerte Bürste, die kann nicht angehoben werden. Eine Seitenbürste, die ist hier fix, die kann auch nicht ausgefahren werden. Und die beiden Wischpads. Bei der Wischpads ist nämlich genau die Besonderheit vom Plus bzw. dem Pro-Modell, dass das Wischpad bis zur Seite ausgefahren werden kann. Und das ist es im Endeffekt auch schon. Pads können wie gesagt angehoben werden, federn gelagerte Räder, vorne die Seitenrolle, Laufrolle, Teppichsensor. Und das war's. Ja, die Reinigungsstation gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Hier haben wir halt eben keine Heißwasserreinigung. Hier wird mit kaltem Wasser das Wischpad ausgespült. Wir können hier unten dieses Teil rausziehen. Zum Abspülen ist schön praktisch. Und das war's. Ansonsten natürlich auch intern einen kleinen, ich sag mal, Föhn, um den Wischpad oder das Wischpad im Nachhinein trocken zu föhnen. Und hier haben wir noch den Staubbeutel. Hier haben wir auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Reinigungsflüssigkeit einzufüllen. Das müsste man, wenn man es denn wollte, was nicht offiziell vorgesehen ist, hier oben reinkippen. Hier haben wir nämlich noch Frischwasser- und Abwassertank. Auf der Rückseite ein kleines Kabelmanagement. Und dann war es das mit der Station. Ich würde sagen, wir gucken uns die Navigation an. Punkt 2, Thema Navigation. Wie gut kann der Roboter hier entlang navigieren? In unserem Testareal immer der gleiche Aufbau. Er hat eine Obstacle Avoidance. Dementsprechend sind 3 Hindernisse ausgelegt. Einmal ein Kabel auf dem Teppich, ein paar Socken und ein paar Hausschuhe. Ebenfalls sind die 4 Teppiche alle unterschiedlich hoch. Der blaue ist der hochflorigste, dann kommt der rosane, dann der graue und dann der Teppichvorleger, der kleine gepunktete. Wir sehen schon direkt während der Fahrt, mit den Hindernissen hat er Probleme. Die müssen teilweise rausgezogen werden, entfernt werden oder wir müssen irgendwie zuschauen, wie er die Sachen durch die Gegend schiebt. Und oben links in der Ecke haben wir noch die Engpassage, wo er hindurch navigieren soll. Das hat er auch gemacht. Oben in der Ecke sehen wir auch die Rohre. Da fährt er auch drüber. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal etwas genauer im Detail anschauen, sehen wir im Detail, dass die Navigation im Großen und Ganzen wirklich schön ist. Hat mir gut gefallen. Allerdings der Umgang mit Hindernissen war hier überhaupt nicht gut. Er hat eigentlich jedes Mal alles mitgenommen. Das haben wir gerade im Top-Down-Shot gesehen. Das habe ich dann auch nochmal in der Detailaufnahme gesehen. Er hat die Socken durch die Gegend geschoben. Er ist übers Kabel drüber gefahren. Er hat auch die Hausschuhe leicht touchiert. Also alles Dinge, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Und die Hindernisse vom Kabel mal abgesehen sind jetzt auch nicht gerade klein. Ansonsten, was mir natürlich gut gefallen hat, ist, dass er oben durch die Engpassage hindurchgefahren ist. Da hat er diesen kleinen, schmalen Bereich durchfahren, ist auch über das kleine Rohr und das große Rohr,
naja, mit Ach und Krach immer irgendwie mal drüber gekommen. Aber da sind wir auch beim Thema Hindernisüberwindung. In unserem harten 90-Grad-Kantentest hat er nämlich 2 Zentimeter überwunden. Das ist so, ich sag mal, genau der Durchschnitt, den so ein Saugroboter auch momentan überwinden sollte. Ja, dementsprechend, was bleibt übrig zu sehen? Klar, er hat eine Teppicherkennung, wo die Wischpads dann angehoben werden. Den großen blauen Teppich hat er auch mal angefahren, aber so eine richtige Reinigung von so hochflorigen Teppichen ist nicht möglich. Ich nehme an, normalerweise wird dieser blaue Teppich auch gemieden, aber da die Obstacle Avoidance hier so, ich sag mal, schlecht ist, glaube ich, dass er den Teppich auch einfach nicht als Hindernis wahrgenommen hat, sondern einfach draufgefahren ist. Also ich sag mal, es ist immer etwas Gutes, wenn zum Beispiel der Teppich nicht als Hindernis wahrgenommen wird und deswegen gesaugt wird, aber natürlich schlecht, wenn dafür andere Gegenstände überfahren werden. Also die Navigation gut, die Obstacle Avoidance schlecht, hier bleiben ein paar gemischte Gefühle übrig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind. Ich würde sagen, wir machen mit der Reinigungsleistung weiter. In Punkt 3 schauen wir uns jetzt vom Roborock Curevo Plus die Reinigungsleistung an, was ein riesen Plus für mich wäre, wenn du dem Video einen Daumen hoch da lässt, sollte dir das Video gefallen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch gerne einen Daumen nach unten geben, aber dann sei so fair und schreib unten in die Kommentare, was wir in Zukunft besser machen können. Den größten Gefallen wie immer natürlich mit einem Kanalabo, aktivier dann auch die kleine Glocke, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was der Roboter denn hier so weggeputzt hat. Wie immer muss er hier in unser Testareal hinein, einmal auf Laminat, einmal auf dem Teppich, immer 100 Gramm gleichbleibende Schmutzmischung wird verteilt, immer 100% Saugleistung wird eingestellt und wir sagen dem Roboter, dass er einmal automatisch diesen Bereich hier reinigen soll. Die Besonderheit bei Roborock ist, dass wir hier das sogenannte Schachbrettmuster abfahren, einmal hochkant, einmal quer. Das hat hier im Test dazu geführt, dass er auf dem Laminat 99,21 Gramm aufgesaugt hat. Das ist ein wirklich hervorragender Wert. Noch spannender ist es aber auf dem Teppich. Hier das gleiche Prinzip angewandt, auch im Schachbrettmuster. Hier hat er grandiose 81,76 Gramm aufgesaugt. Das ist ein wirklich hervorragender Wert. Das sorgt auch dafür, dass, ich sag mal, die anderen Dinge, die nicht so gut gewesen sind, hiermit wieder nach oben gehoben werden und dann im Gesamtranking für eine bessere Note sorgt. Am Ende wollen wir natürlich bei einem Saugroboter, dass er auch gut saugen kann. Was ist noch wichtig beim Saugen? Natürlich die Eckenreinigung. Hier haben wir immer Maiskörner und ein bisschen Kaffee in die Ecke reingelegt. Hier hat er allerdings nur 2 von 5 Maiskörnern aufgesaugt. Hier hätte ich mir bei dieser Technik 3 von 5 Maiskörnern gewünscht. Das hat er leider nicht geschafft. Hier ist er auch ein bisschen unterm Durchschnitt geblieben, aber man sieht in der Aufnahme auch sehr schön, wie er mit dem Wischpad da auch nochmal in die Ecke rein ist. Ansonsten, was kann noch aufgesaugt werden? Natürlich Haare, auch das schauen wir uns an. Die Haare saugt er natürlich auch auf, nimmt er alle mit, aber wie ist es dann im Roboter selbst? Wir sehen, dass natürlich einiges in der Hauptbürste sich verheddert hat. Ein paar Haare sind auch im Staubbehälter gelandet, aber man muss hier einfach im Hinterkopf haben, dass bei vielen Haaren natürlich immer eine manuelle Reinigung dann im Anschluss oder immer mal in regelmäßigen Intervallen notwendig ist. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf das Thema Reinigungsleistung beim Wischen. Hier haben wir auch unser Testareal mit einmal Matschuhabdrücken, mit Ketchup und mit Kaffee ausgelegt. Natürlich auch nochmal, um hier die Randreinigung zu testen. Der Roboter fährt hier durch und wir sehen erstmal, rein optisch ist das Ergebnis hinterher wirklich hervorragend. Hat uns auch richtig gut gefallen. Auf Zuruf der Community haben wir jetzt auch hinterher nochmal mit einem Zewa den Wischtest gemacht. Wie reinlich ist das Ganze denn? Der Schmutz wird gelöst. Der Schmutz ist, ich sag mal, erstmal rein optisch auf der Kamera auch entfernt. Aber es ist natürlich eine Menge an Schmutz, die wir hier verteilen. Und da sehen wir am Zewa, dass da natürlich auch noch einiges hängen bleibt. Ist aber auch hier immer nur so zur Verdeutlichung des Gesamtkonzepts unseres Tests. Im Anschluss schauen wir uns natürlich auch an, wie schmutzig sind die Wischpads. Sie sind natürlich sehr schmutzig. Wir packen sie in die Reinigungsstation. Danach sind sie natürlich sauberer. Was ist hier nochmal, ich sage, die Besonderheit? Die Besonderheit hier ist ja, dass wir die kleine Reinigungsstation mit dabei haben, sprich eine kalte Mop-Reinigung. Dementsprechend sind die Wischpads nur mit kaltem Wasser gereinigt und nicht, wie wir es gerade auch in der Aufnahme von dem Curevo Pro sehen, mit warmem Wasser. Die Reinigung dann ist natürlich nochmal einen Ticken besser. So viel zum Thema Reinigungsleistung. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App. Punkt 4, wir werfen einen Blick in die App. Wir befinden uns hier in der Roborock App. Hier sind alle Saugroboter eingebunden, die wir hier so getestet haben. Kann man durchswipen. Hier oben ist der Roborock Curevo Plus. Wir sehen direkt auf der Startseite die verschiedenen Räume, die wir selbst eingeteilt haben. Wir sehen außerdem auch hier schraffiert eingezeichnet die Teppiche. Ich habe zum Schluss noch eine Raumreinigung durchgeführt, oben im Testareal. Da sieht man auch sehr schön, wie er eben durch diese Engpassage hindurchgefahren ist. Man sieht auch, dass er über das Rohr sich irgendwie drüber gequält hat. Das passt schon alles.
Wie ich es immer wieder sage, die Roborock-App ist meiner Ansicht nach eigentlich die schönste und funktionalste App, die wir von allen Saugrobotern her kennen. Sie ist optisch ansprechend, sie ist übersichtlich. Wir können hier unten eingeben, ob wir Räume, Zonen oder ein gewisses Programm reinigen wollen. Wir können auch einfach alles reinigen. Wir können dann hier natürlich nochmal unten drunter einstellen, wie die ganzen Reinigungen vonstatten laufen sollen. Dann gibt es den Smart Plan. Hier wird dann quasi die künstliche Intelligenz angewandt und AI und wir kennen es alle. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die Docking Station vorzunehmen. Hier oben können wir noch verschiedene Einstellungen für die Karte und Kartendetails einblenden. Also wirklich alles, was wir uns vorstellen, kann diese App. Irgendwann kommt ein ausführliches Video dazu. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn euch ein ausführliches App-Video interessiert. Ich schiebe es die ganze Zeit vor mir her. So viel dazu. In Punkt 5 kommen wir zu meiner abschließenden Meinung. Punkt 5, meine persönliche abschließende Meinung zum Roborock Qurevo Plus. Ich sag's mal so, noch ein Qurevo-Modell mehr. Wer soll danach durchblicken? Ich mache die ganze Zeit Videos zum Roborock Qurevo, zum Qurevo S, zum Qurevo Plus, zum Qurevo Pro, zum Qurevo Max V und zum Qurevo Master. All die Produkte habe ich jetzt durchgetestet. Schaut unbedingt auf dem Kanal vorbei, wenn es euch alles interessiert. Ja, was haben wir beim Plus? Ich habe es während dem Video schon gesagt. Wir haben eigentlich einen Roborock Qurevo Pro mit einer Roborock Qurevo S Reinigungsstation, also ein Mischgerät aus beidem. Der Roboter macht eigentlich alles, was er soll. Lediglich die Obstacle Avoidance hat hier im Test total versagt, sage ich mal. Da gibt es auch massiv Strafpunkte für. Dafür hat er extrem gut gesaugt. Das hat wieder sein Ranking oder seine Bewertung etwas weiter nach oben gebracht. Er siedelt sich am Ende genau da an, wo er sich auch ansiedeln soll, irgendwo zwischen diesen ganzen Saugrobotern. Meine Empfehlung an dich, schau einfach, welcher Roboter ist im Angebot, welche Features brauchst du wirklich, brauchst du ein ausfahrbares Wischpad, brauchst du einen ausfahrbaren Seitenarm, brauchst du eine Heißwasser-Mop-Reinigung und so weiter und so fort, alles irgendwie nette Add-on-Funktionen, die der ein oder andere Roboter mit sich bringt. Wie gesagt, ihr habt es im Video gesehen, das funktioniert alles soweit wirklich gut. Mit jedem Update geht mal was besser, geht mal was schlechter, auch das ist unserer Erfahrung nach leider Gottes mittlerweile völlig normal. Ja, so viel zu diesem Test. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier ein weiteres Video. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum Saugroboter-Finder. Und auch hier, wie immer, 25.000 Leute sind in unserer Facebook-Saugroboter-Gruppe. Schaut da gerne mal vorbei und tauscht euch mit denen aus. Wir sehen uns dort. Bis dahin. Ciao, ciao.